Und herzlich willkommen hier auf Reusen TV und heute in der Ausgabe, lass uns mal reden über Punkt, Punkt, Punkt. Ja, über was für ein Thema reden wir heute? Heute reden wir das Thema Donald Trump, was ich zu ihm halte und warum dieser Präsident ich sehr kritisch sehe in meinen Augen. Und fangen wir mal gleich an. Ja, wie jeder weiß, Donald Trump ist ja zum Präsidenten gewählt worden, ist jetzt auch Präsident seit dieses Jahr offiziell. Und ja, ich finde seine Politik, wie er sie anstellt, so ein bisschen kurios. Er hat zwar ein Wahlversprechen, hält er zwar ganz gut ein, aber manche Sachen, wie zum Beispiel, dass bestimmte Religionsgruppen nicht einreisen dürfen, finde ich so bang, komplett komisch. Und dachte mir auch so, wo er es gemacht hat, so, will das überhaupt die Bevölkerung so wirklich? Weil die geht ja auch schon auf die Straßen. Und warum macht er mit den Dekreten, die er erlässt, die eh sehr komisch klingen und eher ganz ehrlich gesagt ganz komisch sind auch, warum macht er das und weshalb, wieso? Das denke ich mir auch immer so. Nein, Junge, hallo, hast du dir mal dein eigenes Zeug durchgelesen? Und dann ringt er sich auf, dass ein Bundesrichter eines seiner Dekrete sagt, nein, das ist nicht gültig mit seinen Einreisesache. Hallo? Muss man bestimmte Bevölkerungsgruppen ausschließen? Nein, muss man nicht. Und das finde ich dann auch so ein bisschen schwachsinnig von ihm. Wo ich mir denke so, hallo, wir leben in einer Welt, wo Weltoffenheit eigentlich an erster Linie stehen. Und das muss eben sein, oder? Also Donald Trump ist in meinen Augen ein Präsident, der sehr irreführend, also nicht irreführend, sondern sehr Angst macht, weil allein wie seine Art ist und wie er drauf ist, ist schon ein bisschen komisch und eigenartig. Deswegen hoffe ich ganz ehrlich mal, dass er nichts irgendwas anstellt, was uns Probleme machen kann, also uns Europäer. Obwohl er halt auch schon Sachen angekündigt hat, zum Beispiel also jetzt nicht mit Europa, jetzt zum Beispiel die Strafzelle mit Mexiko. Er will ja auch eine Mauer zwischen Mexiko bauen, die Mexiko bezahlen kann. Das wird nicht der Fall sein. Das hat wohl auch damals mal in der DDR gesagt. Das hat die DDR gesagt, die Mauer bezahlt der Westen. Was wäre es bezahlt? Der Osten. Und ja, das ist eigentlich total wie der Traube schwachsinnig. Also ich kriege immer so einen Hals, wenn man über ihn was Neues liest und dann denkt so, what the fuck, Donald Trump? Wenn der nicht der erste Präsident ist, der vor seiner Amtszeit rausgeht, dann würde es mich nicht wundern, weil was er alles macht, macht einen schon Angst und macht was mit der Bevölkerung da Angst. Und ich hoffe, die Amerikaner, die ihn gewählt haben und daraus gelernt, dann nach dieser Amtszeit von ihm, warum man ihn nicht nochmal wählen sollte oder warum man nicht generell so eine Populisten nicht mehr gewählt werden sollten. Ganz ehrlich, ich denke mir, teilweise macht er bestimmte Sachen, die dann auch gut für die Bevölkerung sind. Ich sehe jetzt nicht, dass er ganz schlecht, dass er alles nur schlecht machen will mit der Bevölkerung. Ich sehe auch teilweise, dass er vielleicht was machen will, dass die Bevölkerung wieder gut geht. Aber bei manchen Sachen macht einen schon wirklich ein bisschen komisch. Zum Beispiel Obamacare, glaube ich, ist teilweise ganz abgeschafft. Ich will jetzt nicht lügen. Aber alleine da, manche sagen, okay, ich will das so. Aber manche sagen, okay, nein, lieber nicht. Dieses Obamacare hat auch vielen geholfen, muss man dazu sagen. Also sehr, sehr vielen. Und das ist etwas Gutes, was ich finde, ist ja das Krankensystem da. Und also staatliches Krankensystem, um auszusagen. Haben wir auch in Deutschland ein staatliches und ein privates. Kann es auch privat versichert sein. Dann zahlst du eben alles selber. Staatlich finde ich besser, weil du zahlst deine Beiträge ein und hast dann ein staatliches Gesundheitssystem. Was natürlich viel, viel besser ist als ein anderes Gesundheitssystem. Und ja, ich weiß nicht, das ist meine Meinung. Ich finde Trump ein bisschen sehr angsteinflößend, wenn man so guckt, was er alles macht. Und weiß ich nicht, wie ihr es findet. Lasst uns mal da in den Kommentaren diskutieren, was ihr zu Trump sagt, was ihr zu seiner Politik sagt. Findet ihr sie gut? Findet ihr sie schlecht? Oder sagt ihr, ja, es geht so mittlerweile, was er macht. Und ja, man kann ihn ja auch ein bisschen glauben. Ja, Trump kommt bald nach Deutschland und da bin ich gespannt, was da so an Demos abgeht. Muss ich ehrlich sein. Also da denke ich mir, es sind sehr viele Demos. Es sind aktuell auch ein paar Demos. Deswegen, eure Frage, was sagt ihr zu Trump? Dann schreibt es mir in den Kommentaren, dann diskutieren wir über Trump. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da und wir kommentieren uns in den Kommentaren und mal gucken, wie es war. Ja, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.